Hallo und willkommen in der Videnzos Family. Es gibt viele Horrorgeschichten da draußen, die eigentlich alle mit einem großen Thema zu tun haben. Manipulation. Sie kann in jeder Lebenslage vorkommen. Aber wir brauchen eigentlich keine Angst davor zu haben. Es gibt gute Möglichkeiten, Manipulation zu erkennen und mit ihr umzugehen. Hier 10 eindeutige Anzeichen dafür, dass du manipuliert wirst. Erstens, man gibt dir ständig das Gefühl, dich beweisen zu müssen. Es werden niemals deine Grenzen respektiert und ständig wird deine Liebe und Aufmerksamkeit auf aggressive Art und Weise eingefordert. Besonders selbstsüchtige Menschen verhalten sich in einer Beziehung sehr fordernd und manipulieren ihren Partner, um ihre Wünsche durchzusetzen. Sie geben dir oft das Gefühl, dass du dich ständig erklären musst oder sie immer hängen lässt. Sie lassen dir keine Freiräume und beeinflussen dich so weit, dass du die Dinge für sie erledigst oder dich für Sachen verantwortlich fühlst, für die du nicht mal etwas kannst. Zweitens, Manipulatoren kommunizieren passiv-aggressiv. Sie drücken sich äußerst selten direkt aus, sondern versuchen ihr Anliegen über ein bestimmtes, passiv-aggressives Verhalten durchzusetzen. Sie reden sogar hinter deinem Rücken über dich. Dies bewahrt ihr guter Junge oder gutes Mädchen-Image. Sie benutzen auch nicht selten einen Mittelsmann, um ihren Willen durchzusetzen. Dies zeigt ihre Angst davor, sich mit dir direkt auseinanderzusetzen, und so müssen sie sich auch nicht mit einem Kontra deinerseits beschäftigen. Manipulatoren haben Angst vor Kontrollverlust. Deswegen suchen sie stets den angenehmsten Weg für sich selbst. Drittens, sie gaslighten dich. Gaslighting ist eine Manipulationstechnik, die dich davon überzeugen soll, dass du deinem eigenen Erinnerungsvermögen nicht mehr trauen kannst. Wenn dich jemand gaslightet, dann versucht er dir einzureden, dass er etwas nicht gesagt hat, was dich in der Vergangenheit verletzt hat. Er behauptet ganz einfach, dass du dir das selber eingeredet hast. Sie verdrehen oft die Wahrheit und stempeln dich als unglaubwürdig ab. Gaslighting ist nicht nur eine harmlose Form der Manipulation, sie ist vielmehr schon eine gefährliche Form der verbalen Misshandlung. Viertens, sie machen ja immer bloß Witze. Es mag zuerst nicht so aussehen, aber Manipulatoren treiben es mit ihren Scherzen immer so weit, dass sie dich am Ende wirklich stark verletzen. Wenn du dann für dich selbst einstehst und ihn mit der Tatsache konfrontierst, dass derjenige zu weit geht, versucht er alles ins Lächerliche zu ziehen und behauptet, dass du zu sensibel bist. Sie schrecken auch nicht davor zurück, dich in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen. Dies gibt ihnen ein Publikum und stellt ihn selbst in den Mittelpunkt, wo er die Aufmerksamkeit genießen kann. Wenn du den Manipulator dann darum bittest, damit aufzuhören, wird er es so darstellen, als ob du hier gerade eine Szene machst oder ein Spaßverderber bist. Fünftens, sie spielen die Opferrolle. Kommt es zu einem Streit, wird der Manipulator es immer so darstellen, als ob alles dein Fehler gewesen ist. Sie spielen das arme, unschuldige Opfer, das schwer von deinen Worten und Taten getroffen ist. Manipulatoren sind Experten darin, plötzlich hilflos und unbedrohlich zu wirken. Sie glauben sogar selbst nicht daran, dass sie jemals etwas falsch machen könnten. Letztendlich führt diese Masche dahin, dass du dich stets für Dinge entschuldigst, für deren Ursache eigentlich der Manipulator verantwortlich war, aber dafür selbst keine Verantwortung übernehmen will. Sechstens, Manipulatoren sind immer der beste Freund. Sie wissen genau, wie sie es durchsetzen müssen, dass du das Gefühl bekommst, überdankbar sein zu müssen. Sie tun dir einen Gefallen oder machen dir unerwartet ein Geschenk, aber immer mit dem Gefühl verbunden, dass du dich sofort revanchieren musst. Man muss meist nicht lange darauf warten, dass der Zeitpunkt schnell eintrifft, in welchem sie etwas von dir fordern oder dir Vorwürfe darüber machen, dass man sich nicht adäquat bedankt hat. Siebtens, sie geben dir das Gefühl, als wären deine Probleme nicht der Rede wert. Manipulatoren brauchen immer das Rampenlicht. Wenn immer du dich über ein Problem äußerst oder von einer schweren Zeit berichtest, durch welche du gerade gehst, werden sie all deine Sorgen so darstellen, als ob du übertreibst und sie mit seinen offenbar viel wichtigeren und größeren Problemen vergleichen, nur damit der Manipulator selbst im Mittelpunkt steht. Achtens, Manipulatoren zeigen auch mal ihre ruhige, lockere und sachliche Seite. Wann immer du deinem Ärger Luft verschaffen willst und eine direkte Konfrontation forderst, um deine aufgestauten Frustrationen freien Lauf zu lassen, wird der Manipulator ganz ruhig und sachlich darauf reagieren. Sie bleiben nur ruhig, damit es so aussieht, als ob du selbst überreagierst.
Diese Technik gewährt ihnen selbst das Gefühl, dass sie über dir stehen, und sie wissen genau, dass ihr ruhiges Verhalten dazu führt, dass du daneben wirkst, als ob du überdramatisierst. Sie werden danach so tun, als hättest du sie beleidigt, und es folgt eine Phase, in der sie nicht mit dir reden, weil sie sich angeblich verletzt fühlen durch deine Worte. Sie entziehen dir somit ihre eigene Herrlichkeit. 9. Sie benutzen psychische Erpressung. Wenn sie dir erzählen, dass sie sterben werden oder sich etwas antun, wenn du dich von ihnen abwenden möchtest, dann haben sie letztendlich nur Angst davor, die Kontrolle über dich zu verlieren. Dies führt zu einer sehr unangenehmen Atmosphäre für dich und bringt dich in eine Position, in welcher du dich unter ständigem Druck befindest. Dies ist eine ganz ungesunde und gefährliche Art der Manipulation, und in dieser Angelegenheit ist es immer dann das Beste, die Polizei zu verständigen, bevor du irgendwelche anderen Wege einleitest. Lass dich nicht in diesen Abgrund mit hineinziehen und löse dich aus dieser psychischen Umklammerung, indem du dir keine Verantwortung für das Leben des Manipulators einreden lässt. 10. Manipulatoren nutzen deine sensible und mitfühlende Art aus. Sie suchen sich immer die Opfer, die unsicher und sensibel wirken. Sie haben ein Auge dafür, welche Menschen das Wohl anderer über ihr eigenes stellen. Sie richten ihre Aufmerksamkeit dann voll und ganz auf diese Person, da der Weg, mit dieser Person ihre eigenen Bedürfnisse schnell durchzusetzen, am einfachsten erscheint. Auch dies kann in ihrer Partnerwahl eine große Rolle spielen, da es für sie eine enorme Anstrengung bedeutet, immer das Bild des Saubermanns aufrechtzuerhalten, führt es meist dazu, dass die Beziehung nicht lange hält, damit ihr Lügengeflecht nicht auffällt. Und so sucht sich der Manipulator immer neue Partner im Laufe seines Lebens, damit er die gut eintrainierte Masche immer wieder abspulen kann, um stets seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Glaubst du, dass du manipuliert wirst? Teile es doch in der Community und schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann hinterlass einen Daumen hoch oder schreibe einen Kommentar. Mehr Infos findest du auf www.vidensus.net. Dort findest du auch garantiert den passenden Berater für die Fragen, die dir auf dem Herzen brennen, zum Thema Liebe, Seelenpartnerschaft und viele mehr. Besuch uns doch mal! Wenn dich eine dringende Frage quält, dann führe direkt ein 15-minütiges Gratisgespräch mit einem unserer Berater. Wir legen größten Wert auf hohe Qualität unserer Beratungen und stellen hohe Ansprüche ans gesamte Team. Also, worauf wartest du noch? Wir freuen uns auf deine Stimme.